Ob mit Rüschen, mit extra hohem Bein oder tief ausgeschnitten, der Badeanzug feiert im Sommer 2020 sein großes Comeback. Nur welcher Schnitt schmeichelt welcher Figur? Model Janine ist 1,75 groß und hat eine eher kleine Oberweite. Bei Sängerin und Model Liana ist die Verteilung etwas anders. Ich bin ein bisschen kleiner und dadurch ist normalerweise, also von oben für die Oberweite ist das kein Problem. Und unten passt auch, aber so in der Mitte ist einfach sehr viel Stoff übrig und dadurch ist es schwierig, das dann in Szene zu setzen. Deswegen sollte sie zu diesem Badeanzug-Trend greifen, der hohe Beinausschnitt. Der ist nicht nur was für lange Modelbeine, ganz im Gegenteil, er legt den Fokus auf den Unterkörper. Damit betonen sie nicht nur die Beine, sondern sorgen auch für schöne Kurven. Gerade für kleine Frauen wie Liana eignet sich dieses Modell sehr gut. Der ist sowohl vorne wie auch hinten im Rücken relativ tief ausgeschnitten. Das gefällt mir super. Und der hohe Beinausschnitt macht natürlich, oder die Beine wirken natürlich viel länger. Und bei mir als kleiner Mensch ist das super. Also, top Badeanzug. Wir machen weiter mit der schulterfreien Variante. Solch ein Badeanzug steht vor allem Frauen, die wie Janine einen zierlichen Oberkörper haben. Denn der trägerlose Style zieht die Aufmerksamkeit sowohl auf den Rücken als auch auf die Schulterpartie. Ich würde den auf jeden Fall tragen, weil hier habe ich auch Halt. Und dadurch, dass ich jetzt nicht so eine große Brust habe, finde ich den eigentlich sehr geeignet. Aber Achtung, durch die fehlenden Träger kann die Brust schnell unförmig wirken. Frauen mit größerer Oberweite setzen deswegen lieber auf eine Variante mit Trägern. Eine Möglichkeit ist da zum Beispiel der One-Shoulder-Badeanzug, denn der sorgt für mehr Halt. Der asymmetrisch geschnittene Badeanzug lässt außerdem etwas breitere Schultern optisch feiner wirken. Doch wer lässt besser die Finger davon? Bademodenexpertin Johanna Müller weiß, worauf man achten muss. Wenn man jetzt schon von Haus aus sehr zierlich ist und sehr schmale Schultern hat, dann würde das einen noch mehr zusammenstauchen. Also da wäre das dann eher nicht so geeignet. Für zierliche Frauen ist vor allem die nächste Variante mit Rüschen was. Egal ob am Ausschnitt oder am Rücken, diese Badeanzüge schaffen mehr Volumen am Körper. Außerdem setzen Rüschen eine kleine Oberweite wie bei Janine sehr gut in Szene und vergrößern sie optisch. Beim Kauf also unbedingt darauf achten, dass die Rüschen da sind, wo man etwas mehr haben möchte und nicht, wo es weniger sein soll. An diesen Körperstellen tragen Rüschen unnötig auf. Der Badeanzug-Trend in diesem Jahr, Cutout. Dieses Modell ist nicht nur mega angesagt, sondern die Cuts sind auch noch was für fast jeden Figurtyp. Die können an verschiedenen Stellen gesetzt sein. Da muss man halt einfach gucken, wo sind die Zonen, die man ein bisschen eher verstecken möchte, wo sind die Zonen, die man eher zeigen möchte. Egal, ob man wie Janine seinen flachen Bauch betonen möchte oder wie Liana den definierten Rücken, einfach zu einem Badeanzug mit der Aussparung an genau dieser Stelle greifen und so die Aufmerksamkeit darauf lenken. Und welcher ist der Favorit unserer Models? Ich fand den Badeanzug mit den Rüschen am schönsten, weil der eben nochmal das Dekolleté schön betont und der ein sehr schönes florales Muster hatte. Finde ich sehr sommerlich und sehr schick. Also ich bin total begeistert von diesem Stück. Super sexy, es ist vorne ausgeschnitten, der Rücken ist komplett frei. Und was mir am besten gefällt, ist, dass das Bein auch relativ hoch ausgeschnitten ist. Und das ist super für mich als kleiner Mensch. Also top, definitiv von allen dreien mein Lieblingsbadeanzug. Fazit, die beiden haben den richtigen Badeanzug für sich und ihre Figur gefunden. Damit wäre bewiesen, dass es für jeden Typ den richtigen Badeanzug gibt.